Hallo und herzlich willkommen. Heute meditieren wir über die heilende Kraft des Atems. Als allererstes vergegenwärtigen wir unsere Sitzposition. Sitzen wir aufrecht, sodass alles quasi gut fließen kann, die Energiebahnen, die Energiekanäle gut und frei sind. Das Kinn dafür ist leicht an die Brust gezogen, die Kiefern sind entspannt. Ich kann mit geschlossenen Augen meditieren, aber auch mit leicht geöffneten. Ich würde mir dann einen Punkt vor mir aussuchen und darauf meine Augen ruhen lassen. Die Schultern sind leicht nach hinten und nach unten gezogen. Und so, als würde ich von hier oben hochgezogen werden, sitze ich ganz aufrecht. Wir machen drei entspannte Ein- und Ausatemzüge durch die Nase. Wir spüren dabei, wie der Atem durch die Nasenlöcher reinfließt und leicht angewärmt aus den Nasenlöchern wieder ausfließt. Jetzt verbinden wir mit dem Atem weißes, heilendes, klares Licht, was mit jedem Atemzug durch meinen Körper hindurchströmt. Und mit jedem Atemzug, was ich ausatme, mit jedem Ausatmen, verbinde ich etwas dunkleres Licht, wo alles Alte, alles Kranke hinausgeatmet wird. Ich werde euch jetzt mit diesem Atem durch den Körper führen. Als allererstes atme ich dieses weiße, klare, heilende Licht hinein. Durch die Nasenlöcher und es strömt und verteilt sich in meinem ganzen Kopf. Durch die Nase an den Augen vorbei, in die Stirn hinein, an die Schädeldecke, weiter runter zu den Ohren, zu der Mundhöhle, bis ins Kinn, sodass der ganze Kopf von diesem weißen, klaren Licht angefüllt ist. Alles Alte, alles Dunkle oder auch wenn ich irgendwie Schmerzen habe, atme ich ganz bewusst aus. Ich atme weiter, sodass dieses Licht sich im Hals verteilt, hinein in den Nacken und in die Schultern. Wenn ich hier irgendwelche Verspannungen spüre, atme ich dann nochmal ganz bewusst dieses weiße, heilende, klare Licht hinein und atme alle Verspannungen hinaus. Ich atme weiter und das weiße, klare Licht fließt in beide Arme hinein. Runter zu den Ellenbogen, weiter runter bis hin in die Handgelenke, in die Handflächen, bis in jede einzelne Fingerspitze hinein. Jetzt ist mein ganzer Kopf, mein Nacken, Schultern und Arme bis in die Fingerspitzen hinein angefüllt von diesem weißen, klaren, heilenden Licht. Ich atme weiter, sodass sich mein ganzer Brustkorb anfüllt von diesem weißen, klaren, heilenden Licht. Meine Lungenbläschen werden angereichert von diesem weißen, klaren, heilenden Licht und alles Alte, alles Dunkle wird hinausgeatmet. Weiter konzentriere ich mich jetzt auf meine Herzregion, wo ich vielleicht Kummer oder Sorgen oder Ängste verborgen habe. Und ich atme ganz bewusst auch in meine Herzregion,
dieses weiße, klare, heilende Licht hinein, sodass alle Kummer, Sorgen oder Ängste rausgeatmet werden. Wenn jetzt mein ganzer Brustkorb angefüllt ist mit diesem weißen, klaren, heilenden Licht, gehe ich weiter runter, die Wirbelsäule, die auch durchflutet wird von diesem weißen, heilenden, klaren Licht, hinein in den Bauchraum, wo alle Organe durchflutet werden von diesem weißen, klaren, heilenden Licht und alles Dunkle, alles Alte wird hinausgeatmet. Jetzt atme ich ganz bewusst in meinen Unterleib hinein, sodass sich dort im ganzen Unterleib das weiße, heilende, klare Licht verteilt und dann weiter vom Gesäß in die Beine strömt. Von den Beinen über die Knie geht es runter zu den Füßen und auch dort in jede einzelne Zehe und bis zu jeder einzelnen Zehenspitze hinein. Jetzt ist mein ganzer Körper angefüllt von diesem weißen, klaren, heilenden Licht. Und ich vergegenwärtige mir nochmal ganz genau, ob ich irgendwo noch etwas Dunkles habe, etwas Altes, und atme da nochmal ganz tief und bewusst hinein. Wenn mein ganzer Körper angefüllt ist mit diesem weißen, klaren, heilenden Licht, vom Kopf bis zur Fußspitze, verweile ich einen Augenblick da drin. Ich spüre wieder, wie der Atem durch meine Nasenlöcher ein und leicht angewärmt wieder ausfließt. Ich vergegenwärtige mir meine Sitzfläche. Sitze ich auf einer Matte oder auf einem Stuhl? Ist der Untergrund kalt oder warm, hart oder weich? Und komme langsam in den Raum wieder zurück. Die heilende Kraft des Atems, die Kraft, die Heilung liegt darin, dass wir uns mit dem Atem und mit dem Körper in der gleichen Zeitdimension aufhalten, nämlich in der Gegenwart. Unser Geist dagegen ist hauptsächlich in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und wenn wir uns mit unserem Geist auf den Atem konzentrieren, ist auch der Geist in der Gegenwart. Und allein diese Tatsache, dass Geist und Körper in der gleichen zeitlichen Dimension sind, hat eine heilende Wirkung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und probiert es auch gerne noch weiter aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß damit. Tschüss!